Ja, hi, ich bin Jakob Hecker. Ich arbeite bei der Behala und mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Hafenlogistik. Ja, meine Aufgaben hier sind unheimlich umfangreich. Beim Schiffe entladen mit dem Kran oder mit dem Bagger, Schiffe beladen, vom Zug auf dem LKW, von LKW ins Schiff, halt mit allen möglichen Großmaschinen. Und der Schwerlastumschlag kommt auch noch dazu. Ich bin auf den Beruf gekommen, mehr oder weniger am Vorbeifahren, da die Ringbahn hier direkt am Hafen vorbeifährt. Und ich hatte schon vorher eine gewisse Affinität zu großen Maschinen und Baggern und habe halt gesehen, dass die hier in Bewegung sind und hier arbeiten. Und ja, dann habe ich mich hier beworben und es hat geklappt. Ich würde sagen, die Aufgaben fallen mir generell eigentlich alle relativ leicht. Im Winter ist es ein bisschen schwierig, bei der Kälte ist man halt auch oft draußen oder egal bei welchem Wetter und im Regen oder im Schnee macht es halt nicht ganz so viel Spaß. Ja, mein Arbeitsalltag ist eigentlich jeden Tag ein anderer. Außer die Arbeitsanfangszeit und die Endzeit ist halt meistens die gleiche. Ich fange in der Regel 6 Uhr an und habe 14.30 Uhr Feierabend. Aber ich mache wirklich jeden Tag was anderes. Es kann sein, dass ich am Montag im Schiff bin, am Dienstag bin ich auf dem Kran, am Mittwoch auf dem Bagger, am Donnerstag im Containerterminal und am Freitag bin ich auf der Lok. Ich verdiene im ersten Jahr 750 netto, im zweiten 900 netto und im dritten ca. 1.000. Dazu kommt noch sämtliche Fahrkosten und Hotelkosten, weil die Berufsschule in Hamburg ist. Ja, mir macht am meisten Spaß das Kranfahren, den wir hinter uns sehen. Ja, es ist halt einfach ein unheimlich umfangreiches und schwieriges Gerät. Nicht ganz leicht zu fahren und halt in der Höhe zu arbeiten und so ein Schiff zu entleeren, macht halt viel Spaß.